So. Hier müsste ich alles ausgebaut haben. Den habe ich noch nicht. Den Hauptplatz würde ich auch gerne erweitern noch. Oder habe ich das schon? Ich weiß gerade gar nicht. Erweitert sieht er aus zumindest. Ich will bei Mianton auch eigentlich noch alle Gerichte machen, aber ich muss jetzt erstmal, ich müsste jetzt rein theoretisch erstmal gucken, dass ich mein Schloss erweitere. Aber dazu brauche ich mehr Talente. Das heißt, ich muss dann durch die Städte gehen. Überlaufenden Wasser. Produziert Delikatessen. Und ich habe auch die Forschung ordentlich nicht weitergebracht, hier überall. Also alles, was ich soweit forschen konnte, habe ich jetzt erstmal erforscht. Ich hoffe, das Ding wird nicht noch viel, viel größer, also dass ich noch 100.000 weitere Sachen kriege. Achso, ich kann nur sehen, was ich kriege. Ich dachte, ich kann dir wirklich sagen, was ich möchte. Ich frage mich, inwiefern das dann alles auch verbessert wird. Also, kriege ich dann wirklich noch mal mehr Gebäude dazu? Ich glaube fast nicht. Ob ich wirklich mehr kriege, wenn ich das Königreich noch mal ausbaue. Talent mit holzig zart. Keine Ahnung, was ist. Ah, Weltmacht. Ich dachte, da brauche ich einen Einfluss irgendwie. Oder habe ich das jetzt dafür gekriegt, dass ich alle Gebäude gebaut habe? Ich dachte, das brauchte ich Einfluss. Also hier bin ich durch. Hier fehlt mir noch ein bisschen was. Oh, das habe ich vergessen. Hier wollte ich noch ein paar Leute leveln. Und hier, das Ding fehlt ja auch noch. Ausrüstung entfluchen. Kann nur sie. Scheint aber automatisch zu laufen dann. Obwohl, total verhext brauchte ich gar nicht. Erweiterungsbedingungen? Fragezeichen. Naja, solange ich es kann, mache ich es. Ah, ich verstehe. Das hier war ja durch. Ich habe immer noch haufenweise Geld, wie ihr seht. Auf jeden Fall müsste ich jetzt gleich die Gebäude haben, die nötigen. Ich glaube, mir fehlen bloß noch die Talente, die ich noch irgendwie anwerben muss. Und dann habe ich das auch. Und wenn ich dann noch ein, zwei weitere Talente habe, werde ich auf jeden Fall dafür gucken, dass ich sämtliche Forschung durchprügel. Die kann ich ja mit Geld beschleunigen, von daher ist das nur halb so wild. Aber nur, dass wir Minneapolis fertig. Und wenn ich dann. Was mache ich dann mit den Restgulden? Weil ich kriege ja massiv viele Gulden. Alles, was ihr da gesagt habt, habe ich nur in der Zeit jetzt eingenommen. Ich habe. Ich habe alles abgeholt, bevor ich gespeichert habe. Ja. Einige Bereiche sind tatsächlich schon fertig. Vollkommen. So, hatte ich dich jetzt Maximum. Ja, okay.
Steigt der Einfluss. Das ist schön. Ich glaube, es macht nichts, wenn wir das verbessern. So, hier habe ich ja. Hier fehlt noch was, da muss ich noch Rob erweitern. Ja, die Knuffi-Küche fehlt eigentlich auch noch. Hier fehlt mir irgendwie auch noch was, aber ich habe keine Ahnung was. Ansonsten müsste ich jetzt fast alles gemacht haben. Mir fehlt noch ein Haus. Irgendwo muss ich noch was bauen. Oh. Halt. Was war das? Ja, hier. Dann fehlen bloß noch die 100 Talente. Und das wiederum bedeutet Nebenquests. So, wie viele Talente haben wir denn jetzt? Kann ich hier nicht einsehen. Ich meine, das hier habe ich alles. 91. Say. Kann ich noch jemanden leveln? Ich meine, die meisten sind schon. Die habe ich immer mal wieder gelevelt, wenn es möglich war. Fünfte Dimension. Hier war irgendeine Quest aufgeploppt, ja genau. Das wird alles noch ein bisschen dauern, bis ich die ganzen Quests habe. Und ich vergesse aber, dass ich hier nicht rüber kann. Aber allzu lang könnte ich ja eigentlich nicht mehr für dieses Spiel brauchen, hoffe ich doch. Ich meine, ich habe so viel schon gemacht. Ah, aber ich glaube, das Labyrinth ist nochmal ein richtig, richtig saftiges Stück Arbeit. Und die Traumräume wahrscheinlich auch noch. Was, gar nicht? Ah, der ist ja unser König, du kannst genau zur rechten Seite. Ich bin halt ein Glückspilz. Wie? Wer? Was ist passiert? Hey, ich habe von deinem neuesten Heldentat gehört. Du scheinst ja echte Händchen dafür zu haben, Knuffis auszustöbern. Naja, so schwierig das jetzt auch wieder nicht. Bloß, keine falsche Bescheidenheit, ich weiß alles. Du hast die Knuffis neulich schon zum zweiten Mal in ihrem Lieblingsspiel geschlagen. Die Sache ist die, ich bin gerade auf der Suche nach Knuffis. Und wer könnte mir besser dabei helfen als der ausgefuchste König, hm? Oh. Haben die kleinen schon wieder was angestellt? Nicht direkt, sie haben mir was erzählt. Und zwar, dass hier in Minneapolis der legendäre Knuffi aufgetaucht sein soll. Der legendäre Knuffi? Warte mal, was meinst du mit erzählt? Verstehst du, die Knuffi, was die Knuffis sagen? Jep. Ich dachte allerdings nie, dass sie sowas Besonderes wäre. Das was Besonderes wäre. Bis vorhin habe ich einen Knuffi noch nie etwas Nützliches sagen hören. Was hat es denn mit diesem legendären Knuffi auf sich? Ja. Angeblich taucht er zufällig an Orten auf, an denen er glaubt, sich wohlfühlen zu können. Er bringt Glück und Wohlstand mit sich. Golly.
Und dieser Knuffi hat sich jetzt bei uns niedergelassen? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Moment, dass er sich hier niederlässt, steht da noch gar nicht fest. Er sieht sich anscheinend erstmal um. Na, dann sollten wir ihn finden, davon überzeugen, dass es hier ganz prima ist. Vorrangig, das war nämlich genau mein Plan. Und die Knuffis wollten auch mitmachen. Sie sind momentan auf der Suche nach dem legendären Knuffi. Aber bis jetzt kommt das große Aber. Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von dem Winzling gehört. Keine Ahnung, was passiert ist. Deswegen brauchst du jetzt meine Hilfe, sie zu finden? Genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es sind insgesamt 5 Knuffis unterwegs. Irgendwo in Minneapolis müssen sie sein. Wenn du alle aufgespürt hast, gib mir Bescheid, ich warte hier. Irgendwo in Minneapolis. Ja, da haben wir schon mal Nummer 1. Ich gehe das trotzdem alles systematisch ab. Was machst du denn hier? Hast du den Knuffi gesehen? Klingt, als hättest du große Neuigkeiten. Geh mal zu Piegel und erzähl, was du herausgefunden hast. Bist du ein Knuffi? Kein Problem, lass dir Zeit. Nummer 2. Und hast du den legendären Knuffi gesehen? Sieht nicht so aus. Lass den Kopf nicht hängen. Guck erstmal zurück zu Beagle. Der wartet auf dich. Geh erstmal zurück zu Beagle. Oh. Ah, hab ich dich. Hey. Hast du denn nicht auch den legendären Knuffi gesucht? Komm, wir gehen zu Beagle. Wartet schon auf dich. Hier ist erstmal keiner. Du bist auch kein Knuffi, oder? Es sieht aus, als hätte das Lama rote Augen. Oh. Und wie läuft's? Hast du legendären Knuffi irgendwo gesehen? Sieht nicht so aus. Das klingt nicht sehr vielversprechend. Naja, jedenfalls solltest du zurück zu Miguel und Bericht erstatten. Der letzte ist bestimmt irgendwo da oben. Wo könnte der letzte sein? Aber rein theoretisch überall. Gucken wir erstmal hier auf dem Hauptplatz. Wenn ich es dann irgendwann mal hinkriege. Oh, hier kann man einfach durchlaufen. Gut, hier ist er schon mal nicht. Wo bist du? Vielleicht habt ihr ihn auch gesehen und ich bin dran vorbeigerannt. Das könnte auch sein. Bist du jetzt ein Knuffi? Hier! Aha. Danke, Remy. Irgendein Knuffi fehlt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Quests hasse? Am liebsten habe ich es, wenn ich einfach nur irgendwas abgeben muss, was ich schon habe. Wundert mich, dass hier oben keiner ist. Naja, was soll's. Beagle, ich habe die wichtigsten. Das wird nicht reichen. Der eine hat doch bestimmt irgendwas Wichtiges zu sagen gehabt. Reicht das nicht?
Wo ist der letzte Knuffi? Ja, Rob habe ich hier eingesetzt auf dem Bazar. Weil der muss leveln, den brauche ich für. Den brauche ich als Meister. Ja, hier waren ja welche. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eigentlich. Wieso kann ich eigentlich die Karte nicht ganz drehen? Die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich sehr hoch, dass der hier noch irgendwo ist, oder? Und die Frage ist, wo? Oder hat sich der eine wieder im Thronsaal versteckt? Wenn ich jetzt nicht finde, gehe ich mal in den Thronsaal. An und für sich sind die Knuffis ja eigentlich recht auffällig. Aber genau aus dem Grund würde ich auch nie ein Wimmelbild Spiel Let's Playen, weil mich das... Ich hasse sowas einfach. Ich bin auch echt schlecht drin, wenn es darum geht, verschiedene Bilder zu vergleichen, wenn diese vier Bilder angezeigt werden und ja, in welchem ist irgendwas anderes? Da bin ich richtig, richtig schlecht drin. Natürlich wird ja auch nicht angezeigt, wo ich... Ja, natürlich nicht. Wieso muss ich das eigentlich machen? Ich kann doch nicht der Einzige sein. Wie geil, mach das doch... Such doch auch mit. So, vielleicht wie mit diesem beschissenen Tauben damals. Als ich die Da ist er! Als ich damals die Tauben suchen musste in Ni no Kuni 1 und dann wirklich im Internet Habe ich im Internet nachgeschaut? Ich glaube schon. Oder habe ich sie doch gefunden? Ich weiß nicht mehr. Dass ich sie dann doch irgendwann gefunden habe. Sieht man sich wieder? Hast du den legendären Knuffi gefunden? Okay, warte die ganze Zeit auf dich. Lauf besser schnell zu ihm. Gut. Ja, feine Sache. Das Beagle, das Gebrauch von den Zwergen verstehen kann. Warte mal, der legendäre Knuffi. Wir sind ja auf den Spuren. Was bringt mir das? Wenn es jetzt nicht ein Charakter ist, dann ist es aus meiner Sicht eine sinnlose Quest gewesen. Ich will eigentlich nur noch die Charaktere erstmal zusammen haben. Klar möchte ich auch die ganzen Nebenquests irgendwie abschließen, aber ich kriege ja bei diesen Nebenquests hier in Minneapolis nichts, wirklich. Ah, seid ihr wieder, unser König. Fast wäre mir langweilig geworden. Ich hatte gerade eine sehr aufschlussreiche Unterhaltung mit den Knuffis. Hast du herausgefunden, wo der legendäre Knuffi sich versteckt? Ja. Ja, er hat sich offenbar tatsächlich eine Weile in Minneapolis herumgetrieben. Sind aber doch wieder weitergezogen. Was? Ja, eine Affenschande. Die Knuffis wollten ihn zwar zum Bleiben bereiten, waren aber von seiner Erhabenheit so geplättet, dass sie nichts herausgebracht haben. Also war Minneapolis für den legendären Knuffi doch kein Ort zum Wohlfühlen. Ja, warum genau er weitergezogen ist, wissen wir nicht. Anscheinend ist er jetzt unterwegs in Nias Wald. Vielleicht sollst du versuchen, ihn einzuholen und direkt mit ihm zu sprechen. Die Knuffis haben zu viel Respekt vor ihm, aber du bist immerhin ein König. Da hast du recht, ich mache mich gleich auf den Weg. Vielleicht kann ich den legendären Knuffi in Nias Wald doch noch treffen. Ich rechne jetzt irgendwie damit, dass es so ein riesiger Knuffi ist. Oh, da war ich ja schon ewig nicht mehr. Hab ich richtig? Ja. Mal sehen, was wir alles finden. Oh, Hüftgoldhonig. Der ist nicht so häufig. Das? Okay. Oh, da wohnt er? Wow, ist das hell. Bist du legendär Knuffi? Hey, Stefan, hast du einen legendären Knuffi vor dir? Wenn das was werden soll, musst du schon ein bisschen ins Zeug legen.
Okay. Ich bin Evan Paddy Whisker Tom, der König und Gründer von Minneapolis. Meine Knuffi-Freunde bewundern dich sehr und sprechen nur in den höchsten Tönen von dir. Ich weiß, dass in Minneapolis vieles noch nicht rund läuft, aber ich arbeite jeden Tag hart dafür, dass jeder auch die Knuffis dort glücklich und in Frieden leben kann. Möchtest du mir dabei helfen? Mit dir auf unserer Seite könnten wir das Ziel viel schneller erreichen. Ich bitte dich, hilf uns. Wirklich? Hurra, vielen Dank. Klasse gemacht, Evan. Du hast ihn voll überzeugt. Jetzt haben wir den legendären Knuffi in der Mannschaft. Okay. Ah ja, schön. Was ist die Stätte des Wissens gewesen? Ah, hier oben. Ich will mal was gucken, ob ich jetzt hier auch noch was finde. In diesem Labor. Hier waren doch die Labore, oder? Nee. War das die Testlabore? Ob ich hier im Kontrollraum noch irgendwas finde? Da ist doch bestimmt noch jemand da. Reaktor könnte ich mir nämlich vorstellen, dass da auch noch Quests auf uns warten. Da habe ich mich aber geirrt. Nochmal gucken, ob neue Quests entstanden sind. Sieht aber nicht so aus. Hier ist eine neue Quest entstanden. Ich habe ja sonst keine. Was soll ich nur tun? Ich bekomme einfach nicht genügend Leute für mein Team zusammen. Und dabei steht die Zukunft meines Unternehmens auf dem Spiel. Entschuldige, ist was passiert? Du machst dein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter. Oh, du bist es, Evan. Vielleicht kannst du mir helfen. Hast du einen Moment Zeit? Ich bin ein Umweltforscher aus Mechbaum und möchte hier kostenlos erforschen, wie ein intaktes Ökosystem funktioniert. Interessant, was macht ein Umweltforscher? Mein Unternehmen sucht zurzeit nach Möglichkeiten, wie man die zerstörte Umwelt von Mech Chantre wiederherstellen kann. Besonders großes Problem dabei ist die Verschmutzung des Wassers. Hier im Quastenfluss ist das Wasser von Natur aus sehr sauber. Ich möchte erforschen, warum. Algen? Stimmt, hier im Quastenfluss gibt es jede Menge unberührte Natur. Lässt bestimmt etwas für dich herausfinden. Das ist meine große Hoffnung. Und da kommen wir auch schon zu meinem Problem. Ich habe nämlich leider nicht genügend Personal, um meine Forschungsarbeiten beginnen zu können. Wenn das so ist, kann ich dir vielleicht helfen bei der Forschung. Thanks. Oh, es wäre wunderbar. Vielen Dank, Evan. Ja, aber das ist jetzt ganz einfach. Du müsstest nur an 3 Stellen der Stadt Wasserproben nehmen. Ich habe zwischenzeitlich etwas größer anders zu erledigen. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder hier, okay? Ich weiß, dass es eine sehr banale Aufgabe ist, aber für die Zukunft von Mechbaum ist sie unglaublich wichtig. Also dann, fröhliches Sammeln. Die Wiege des Lebens, war das nicht Tomb Raider? Ich werde auch gleich nochmal zum Auftragsexpress rennen. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Sachen machen. Welcome to Swift Solutions.
Ja, von mir aus. Bei der Gelegenheit kann ich das ja gleich mitmachen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg noch mal ein paar Talente. Oh, ich habe gar nicht so viele Tücher der Götter. Ansonsten will ich nicht mehr von dir. Oh, eine Süßbeere. Ich sollte vielleicht auch mal was essen, es ist schon fast zwei. Irgendwo hier muss ich Wasserproben nehmen. Ah, so habe ich es gemacht. Alles da, okay. Ich bezweifle, dass es da so große Unterschiede geben wird. Weil das ist ja, wir sind vom Meer umgeben. Wenn das Meer sauber ist, dann hast du natürlich, müsstest du, es sei denn, hier ist irgendwo ein Gebiet, das nicht, also das quasi kaum durchflossen wird, dann hast du vielleicht einen Unterschied. Aber ansonsten sollte das Wasser ungefähr die gleiche Qualität haben. Klar, mit Vermischung gibt es immer noch ein paar Unterschiede, aber trotzdem. Das sind ein paar sehr schöne Meerwasserproben. Sehr professionell gemacht, Evan. Dann wollen wir doch mal sehen. Das ist schon unglaublich. Das Wasser ist nicht nur völlig sauber, es sind auch keine schädlichen Bakterien drin. Das hätte ich so nah an einer bewohnten Siedlung für unmöglich gehalten. Mal sehen, wie ihr Teststreifen regelt. Da, er färbt sich grün. Kein Zweifel, es sind Spuren von Schmutzmagie. Von Schutzmagie. Unglaublich. Grün heißt eigentlich pH-neutral. pH-7. Und das ist das. Ist das mit etwa. Was der Umwelt für mich beim helfen kann? Oh ja, natürlich. Sorry, ich war völlig gebannt von den Meerwasserproben. Verstehe, dann ist ja gut. Ja, allerdings, ich kann noch ein paar noch mehr Proben für meine Ergebnisse absichern zu können. Darf ich noch einmal bemühen? Diesmal brauche ich eine Probe von außerhalb der Stadt. Ich habe da draußen selbst schon einige Proben genommen, aber es gab keine interessante Stelle, die ich verzichten. Es gab eine interessante Stelle, auf die ich verzichten musste. Dort hat sich ein gefährliches Monster eingenistet. Ich weiß nicht, ob es immer noch dort ist, aber vorsichtig, aber würde ich lieber dich hinschicken. Du kommst mit sowas besser zurecht als ich. Ja, schick ein Kind los, gute Idee. Kein Problem, gebt dich um die Zukunft Mechbaums. Wo genau ist denn das die interessante Stelle? Vielen Dank für deine Unterstützung. Die Stelle befindet sich auf der felsigen kleinen Insel östlich von Makronesien. Das Wasser dort ist immer sehr kalt. Wenn du mit Makronesien nach Osten segelst, kannst du diese Insel eigentlich gar nicht verfehlen. Gefährliches Monster? Ich glaube, das ist die Stelle, die der Umweltonkel gemeint hat. Pass auf, dass du nicht baden gehst, Evan. Alright. Keine Sorge, bin gleich wieder da. Oh, ist das da für ein Ding? Was ist denn los, Remy? Oh, eine Qualle. Das ist ganz bestimmt das Monster, das auch den Umweltonkel ins Leder wollte. Sieht nicht so aus, als würde es uns Ruhe in Wasserprobe nehmen lassen. Da bleibt uns keine Wahl, auf in den Kampf. Doch, ich glaube, das hat Schiss. Ein Fruthakel, aber ey, ganz ernst. Und am Boden. Oh nein. Mann, war das eng.
So ein ganz schöner Knochen für einen Pudding mit Fangarm. Aber jetzt können wir ihn in Ruhe zur Probe nehmen. Die ist schmutzig. Das sieht irgendwie viel trüber aus als in der Anstatt. Hoffentlich hat das nichts Schlimmes zu bedeuten. Lass mal den Umweltonkel fragen. Also es scheint wirklich nur mit Magie zu laufen. Wenigstens eine Quest erledigt. Hoffentlich kommst du zu uns, wir brauchen auch Leute. Das sieht immer so traurig aus. Ah, das ist meine Meerwasserprobe. Sehr gut, Evan. Dann wollen wir doch mal sehen. Und wie sieht's aus? Die Probe kann man ein bisschen drüber vorher sie ändern. Hm, verstehe. Listen, you. Sag dir nicht was, Mann. Wir haben für dieses Wasser eine extra riesen Quelle platt machen müssen. Ah, tut mir leid, ich war schon wieder ganz in Gedanken versunken. Was ist jetzt für eine selbstgefährliche Attitüde? Sag bloß, dieses Schmutzwasser, das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Das Wasser ist nicht im geringsten verschmutzt. Im Gegenteil, es ist Beweis für die Vitalität und Reichtum des Meeres vom Quastenfluss. Du hast doch gesagt, dass er gegen diese Quelle gekämpft hat, richtig? Die Probe ist voll von winzig kleinen Jungtieren dieser Spezies. Was? Jungtiere über dieser Quelle? Und die werden alle mal so groß? Sehr gruselig. Das zeigt, wie gute Bedingungen hier für das Aufwachsen und Vermehren von Lebewesen ist. Wenn diese Wesen eines Tages auch im Meer von Milchbaum überleben können, haben wir das Ziel erreicht. Okay. Pass bloß auf, dass es in eurem Meer nicht irgendwann mehr Monster gibt als Wasser. Aber woran liegt es nun, dass sich das Wasser hier in der Stadt und außerhalb so stark unterscheidet? Ja. Ja, ich habe dazu ein bisschen die Einheimischen befragt, während du unterwegs warst. Es liegt wohl in erster Linie daran, dass die Königin jegliche Verschmutzung des Meeres streng bestraft. Außerdem haben die Priester dieses Landes einst einen mächtigen Schutzzauber über das Wasser gelegt. Deswegen ist das Wasser hier in der Stadt so alles so klar. Genau, es ist sauberer als das Meerwasser selbst. Zu sauber, könnte man sagen. Aber die Königin hat ihre Ansichten mittlerweile überdacht und möchte die Dinge in ihren natürlichen Lauf verlassen. Der Schutzzauber verliert jetzt immer mehr an Wirkung. Im Gegenzug aber kehrt mit jeder Flut etwas mehr von der natürlichen Vitalität des Meeres zurück. Nareida hat wohl wirklich beschlossen, Quastenfluss wieder an die Natur zurückzugeben. Irgendwie schade drum. Ja, aber ich bin sicher, dass wieder ein wunderschönes Meer daraus werden wird. Ein Meer voller Leben. Davon bin ich fest überzeugt. Bye. Gut, ich mache mich dann wieder auf den Weg von Nachmöchbau. Es gibt vieles, was wir in diesem Land lernen können. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich dann rekrutieren. Aber ich muss auch gleich ausmachen. Jupp. Yep. Da unten könnten noch Leute sein, die ich brauche. Es ist tatsächlich so. Diese Mechanik ist scheiße. Die geht mir auf den Sack. Hey Evan. Hört, ihr seid nur Gutes aus dem Königreich. Ich danke euch noch einmal alles, was ihr für Scorpia getan habt. Kein Problem, Scorpia ist eine echte Bereicherung für uns. Ich habe seitdem viel darüber nachgedacht, was im Gegensatz für euch oder Land tun könnte. Das ist sehr nett von dir. Bitte lass mich dir auch helfen, wenn es etwas gibt, was ich tun kann. Danke, Evan. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich tatsächlich eure Hilfe. So lange Zeit lebte ein Feuerdrache namens Fafnir in diesen Landen. Fürchterliche Gegner, der zahlreiche Truppen auf einmal besiegen konnte. Ich würde Fafnir liebend gern für unsere Sache gewinnen. Er wäre uns im Kampf gegen Starkgegner sicher eine große Hilfe. Sie war bestimmt ein starker Gefährte, aber du sagtest, Fafnir lebte vor langer Zeit. Er ist nicht mehr, oder? Ja, er verlor gegen Dranaga, der die Macht des Wassers zu nutzen weiß. Ich hörte aber, dass er jetzt mit seinen Gefährten in der heißen Wüste lebt. Es wäre wohl merkwürdig, wenn er von denjenigen, die ihn einst verbannten, um Hilfe gebeten wird. So einfach ist das nicht. Aber du hast bereits deine Entscheidung getroffen, nicht wahr? Ja, es bringt nichts, in der Vergangenheit zu sein. Ich blicke nach vorn. Ich bitte euch höflichst um eure Unterstützung in dieser Sache. Ich werde selbstverständlich helfen. Ja, erbietigsten Dank. Der Feuerdrache Fafnir gebietet über die Monster in Wüstengefilden. Ich werde vorausgehen und Fafnir heraufbeschwören. Bis hierhin ist dort Evan. Ich werde einfach davor speichern. Und dann die Folge beenden. Ja, ich glaube nicht, dass mir... Da drüben. Ich glaube nicht, dass mir jemand das Wasser reichen kann. Obwohl es ganz praktisch wäre, es ist ziemlich heiß.
Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich hier noch Nebenquests erledige. Und dies und das und jenes. Also ich meine, mein Journal ist noch recht voll hier. Also noch viele Sachen zu tun. Und wenn man hier schaut, müsste ich auch mal gucken, ob hier irgendwelche noch fehlen, wenn ich dann durch bin. Da im Internet, ich glaube, es sind 150 Quests müssten es sein, genau. Sind mehr. Es sind mehr. Schön. Also macht's gut. Bye, Leute.